Knut ist tot. Das habe ich gehört. Ja. Traurig. Und man weiß nicht warum. Ja. Hast du ein Alibi? Wann war das? Vor 2 Tagen. Habe ich ein Alibi? Maja kann bezeugen, ich war zu Hause, ja, und sie war den ganzen Tag da. Also. Okay. Wie geht's dir beim Turnier? 34.000, also ist nichts passiert. Ich tue alles dafür, ein mega tightes Image aufzubauen und langsam nehmen sie es mir ab. Mhm. Wie ist dein Tisch? Actionreich, ja. Wir hatten also schon 2 Aufdoppler an dem Tisch. 2 Leute sind schon raus, dementsprechend. Ronny ist gebastelt und noch einer, den ich kannte. Und ja, bei Ronny war das halt eine gewagte Aktion, aber passt zu seinem Charakter, für sein Spielstil. Bei dem anderen, ja, der andere hat einfach die Nuts gefloppt und die haben auch gehalten und einer hat munter in den reingewettet. Also, das war schon ganz interessant. Mhm. Du warst ja gestern noch etwas länger auf der Players Party. Ja. In unserem fortgeschrittenen Alter kann das natürlich nach Wien mit sich ziehen. Ja, heute drehen die Augen ein bisschen, gebe ich zu, ja. Ja. Wurde spät? Nö, überhaupt nicht. 10:50 und ganz brav ins Bett gegangen und schön geschlafen, aber die Augen haben gedreht. Du bist ein großer Freund vom Snowfest, weil du Ski fährst. Ja. Ja? Mhm. Ich hab's auch gelernt mittlerweile. Kommt Sandra auch? Sandra kommt morgen. Die kommt morgen. Dann wird sie ja gemeinsam wieder Skifahren gehen mit Maja. Also beneidenswert. Möglicherweise. Michael mit 2 schönen Frauen, ja. Skifahren. Macht doch Spaß. Ich beneide dich wirklich. Danke. Wir reden in der nächsten Pause weiter. Ja, alles klar. Vielleicht hat sich was verändert. Danke.